Moins und willkommen zum neuen Video von mir, dem Chef. Auf der X-Hero 18 in Mexiko wurden komplett neue Inhalte für Sea of Thieves veröffentlicht. Es ging um einen neuen Spielmodus, eine neue Fraktion und weitere neue Features, die teilweise bereits jetzt schon im November ins Spiel kommen werden. Alle Informationen aus dem Video stammen von Joe Need und Craig Duncan, welche neue Infos auf einem gestrigen Panel bekannt gaben. Das Wichtigste ist der neue Spielmodus, die Arena. Dieser ist ein PvP-konzentrierter, schneller Modus, der euch gegen bis zu 5 andere Crew antreten lassen wird. Doch was verbirgt sich dahinter und wie funktioniert dieser Modus? Mit dem Arena-Modus kommt ihr, bevor ihr das Spiel startet, in eine zweite Spielauswahl. Entweder der bekannte Abenteuer-Modus, den wir jetzt momentan schon spielen, oder halt der neue. Solltet ihr diesen neuen Modus auswählen, werdet ihr in eine neue Taverne gebracht, welche als Basis für den PvP gilt. In dieser könnt ihr mit euren baldigen Gegnern sprechen und vielleicht sogar neue Freunde finden. Die Taverne gilt als Spielerhub zum Trinken und Treffen. Startet ihr das Match, werdet ihr in eine Arena geworfen, welche überwiegend aus Wasser und einer Insel in der Mitte bestehen wird. Direkt zum Start werden eure Gegner in Reich und vor allem in Sichtweite sein. Jede Crew startet mit der exakt selben Schatzkarte mit den exakt selben markierten X'en drauf. Euer Ziel ist es, nun möglichst schnell viele Schätze zu bergen und versuchen in Sicherheit zu bringen. Dabei werden natürlich die anderen Crews versuchen, euch eure Schätze abzunehmen und ihr könnt sie in typischer Sea of Thieves Weise dann versuchen auseinanderzunehmen. Wie man den Modus am Ende ganz genau gewinnen wird, ist leider noch nicht ganz klar. Denkbar wäre, dass eine Uhr runterläuft und die Crew, die die meisten Schätze am Ende einer Runde an Bord hat, gewinnt. Oder man muss aus der Arena herausfahren, um so seine Schätze in Sicherheit zu bringen. Das bleibt aber erstmal noch alles abzuwarten, wie man den Modus am Ende dann als Gewinner abschließen kann. Interessant ist aber für den Arena-Modus, dass nicht extra neue Gebiete geschaffen wurden, sondern dass der Modus in der bestehenden Welt stattfinden wird. Somit kann eine gute Kenntnis der Inseln von großem Vorteil sein, weil ihr so einfach schneller die X'e auf der Karte finden könnt. Sollte das Match vorbei sein und ihr belegt den 1., 2., 3., 4., 5., 6. Platz, so erwartet euch bei eurer Rückkehr in die Taverne eure Belohnung, angelegt natürlich an euren Erfolg und eurer Platzierung. Außerdem steigt ihr im Rang auf, denn der Veranstalter des neuen Events ist die neue Fraktion der Sea Dogs, welche als vierte Fraktion in die Sea of Thieves eingeführt wird. Anführer der Fraktion ist zum einen DeMarco und seine Schwester Lassidy. Beide sind die Kinder des Piratenlordes. Eine erste Belohnung für das erfolgreiche Abschließen des Arena-Modus ist auch bereits bekannt, nämlich DeMarcos Schwert, welches wir aus dem Trailer kennen. Vermutlich wird es aber auch noch weitere kosmetische Items geben, welche man an DeMarco im Trailer bestaunen kann. Joe Need bestätigte auch, dass sich alle Items, die man bei den Sea Dogs bekommen kann, natürlich thematisch an die existierenden Sea Dogs Items anschließen werden. Somit sind die Hauptfarben grün und lila. Das waren erstmal soweit alle neuen Informationen rund um den Arena-Modus und der neuen Fraktion der Sea Dogs. Im zweiten Teil des Videos gibt es jetzt mal einen genaueren Blick auf den Trailer, denn auch dort gab es ein paar neue Sachen zu entdecken. Zuallererst ist, denke ich, jedem das neue Pulverfass aufgefallen, welches in dem Trailer mehrmals gezeigt wurde. Joe Need gab auch hier wieder ein paar neue Details bekannt. Bei dem Fass handelt es sich nicht einfach um einen Skin, sondern es ist eine verstärkte Version des Schießpulverfasses. Die Explosionskraft wird dreimal so stark sein wie das eines normalen Fasses und durch die erhöhte Sprengkraft ist euer Schiff auch nicht mehr dann sicher, wenn ihr eure Fässer oben auf euren Masten stellt. Denn sollte dieses verstärkte Fass explodieren, wird durch den erhöhten Radius euer Schiff auch in den unteren Bereichen beschädigt und es werden Löcher in den Rumpf gerissen. Das Fass lohnt sich aber, denn einmal könnt ihr damit super andere Schiffe versenken, denn es reißt logischerweise auch mehr Löcher in diese herein. Und der Verkaufswert soll um ein Vielfaches höher sein. Das Beste ist aber, dass es bereits diesen November mit dem Shrouded Spoils Update ins Spiel kommen wird. Ebenfalls kann man anhand des Aussehens von DeMarco ein paar Spekulationen lostreten, denn schaut man sich seine rechte Hüfte an, sieht man eine kleine Flasche, welche stark an ein Gefäß erinnert, in dem man Tränke aufbewahren kann.
Vielleicht ist es ein erster Hinweis darauf, dass mit dem Update The Arena auch der Trankhändler ins Spiel kommen wird und man so die Möglichkeit haben wird, sich während des PvP-Modus zu heilen, um seine Chancen so zu verbessern. Über den Trankhändler habe ich nämlich schon mal in einem vergangenen Video gesprochen und man wartet sehnsüchtig darauf, dass endlich der Ort, wo der Trankhändler nämlich tatsächlich stehen wird, benutzt wird und vielleicht wird es dann mit dem Arena-Update endlich soweit sein. Außerdem trägt DeMarco ein Amulett und es könnte somit ein Hinweis auf das Einbringen von Schmuck ins Spiel sein. Aber auch bereits im Forsaken Shores Trailer sahen wir eine Halskette und diese gab es dann später ebenfalls nicht zu erwerben, sondern es war einfach nur für den Trailer angefertigt. Aber möglich wäre es natürlich. Ansonsten waren natürlich noch die Taverne und das Schwert neu, aber auf diese sind wir ja bereits eingegangen. Das waren soweit alle neuen Informationen, die man aus dem Trailer entnehmen konnte und von dem gestrigen Panel der Entwickler. Erscheinen wird das Arena Update im Frühjahr 2019, also ganz so lang müssen wir tatsächlich nicht mehr warten. Und bis dahin werden wir ja noch mindestens 2 neue Updates erhalten und das erste wird ja jetzt bereits Ende November erscheinen. Das war's jetzt soweit von meiner Seite. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und dann sehe ich euch an Bord. Euer Chef.